Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Haul. Ich habe dieses Paket gerade bekommen und dachte mir, ich packe es mit euch zusammen aus, denn ich habe mir etwas von Diamond Art Club bestellt. Wie ihr seht, kann das kein Bild sein. Es sind die Aufsätze für die Stifte. Ich wollte die unbedingt mal haben, ich wollte sie unbedingt testen und überhaupt. Daher habe ich jetzt über eine Freundin die bestellen lassen. Ja, sie bestellt regelmäßig Bilder dort. Ich denke mal, dass ich auch in naher Zukunft mal ein Bild über sie bestellen werde, wenn sie mir hilft. Liebe Sina, vielen lieben Dank, dass du mir diese Setzer besorgt hast, den Vierer und den Einzelsetzer. Und wir gucken uns die Setzer jetzt mal an und benutzen auch direkt den Stift, den ich von Sina bekommen hatte. Weil, ich denke mal, da passen die ganz schön drauf. Gucken wir mal. Ich mach mal auf. Oh, da sind sie. Die guten, teuren Stiftsetzer. Ja, ich freue mich. So, ich habe hier einmal den Vierer, wie ihr seht. Und was das Besondere an diesen Setzern ist, ist, dass sie so schmal sind und dennoch genug Platz für die Steine ist. Die sollen wirklich sehr gut sein. Und auch die hier bin ich sehr gespannt. Ich freue mich riesig. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir packen die jetzt mal aus. Also das hier ist auf jeden Fall der Vierersetzer aus Stahl. Die sind beide aus Stahl. Boah. Und das ist der Einzelsetzer. Die Preise blende ich euch mal ein, wenn ich sie finde. Wahnsinn. Ich habe endlich die Setzer. Ich werde nicht mehr. Also davon werde ich auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich noch mehr bestellen. Für meine besonderen Stifte, die ich immer benutze. Dass in jedem sowas drin steckt. Sind aber sehr kostspielig, deshalb kann ich es nicht unbedingt regelmäßig. Ne? So, ich packe die jetzt mal aus und dann schnappen wir uns den Stift und gucken mal, wie es sich damit paintet. So, gucken wir mal. Warte mal. Ja, also wie gesagt, ich habe da jetzt schon monatelang. Ich habe überall nachgefragt, ob jemand mir das besorgen kann, aber die meisten bestellen ja nicht unbedingt jeden Monat Bilder dort. Und für mich lohnt es sich nicht, wenn ich mir die Bilder dort im Moment nicht leisten kann, weil der Versand kostet ja auch. Ne? Deshalb immer so eine Sammelbestellung ist wohl besser. Das ist der Setzer und zwar hat er hier diese Breite. Ich muss mal vergleichen mit diesen Plastiksetzern. Habe ich einen hier? Nee, ne? Habe ich keinen hier? Jetzt. Ich habe ja vorher diesen hier benutzt und der ist noch breiter und der schubst immer die anderen Steine daneben weg. Ich glaube, dass das ganz gut sein wird. Ich bin mal gespannt. Lege ich erstmal hier hin. Und der Einzelbohrer soll auch ganz besonders gut sein. Da schwärmen alle für momentan. Aber ne, jeder hat halt auch ein anderes Empfinden für Sachen. Von daher möchte ich es erstmal selber testen. Ne? Man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Nur um sich bei Diamond Art Club irgendwie gut dastehen zu lassen. So, das ist der Bohrer. Da muss ich mal gucken, mit dem normalen Bohrer vergleichen. Also, sieht man das so ein bisschen? Ich finde, dass es ein bisschen breiter ist als der normale, ne? Aber sehr dünn. Sieht gut aus. Ich bin gespannt. Ich packe das jetzt mal hier in den Regenbogenstift von Sina, um zu testen. Gucken wir uns den mal an. Also gut aussehen tut es, ne? Guckt euch das an. Ein bisschen schieben hier. Oh, ein bisschen zu sehr geschoben. So, ich habe mir jetzt mit Washi-Tape ausgeholfen, erstmal für den Anfang. Und werde das Ganze jetzt mal mit Wachs befüllen. Und dann mal schauen, wie sich damit paintet. Ich habe jetzt Patafix gefüllt. Ja, richtig schön glatt gestrichen. Das lässt sich auf jeden Fall besser einfüllen als in die normalen Setzer, finde ich. Also, wir schauen einfach mal. Und probiere ich mal aus, wie man damit paintet. Oh.
ein ganz anderes Gefühl. Muss ich gestehen. Der ist richtig gut. Also mit den Einzelsitzer, muss ich sagen, ist direkt ein anderes Gefühl. Der nimmt die viel besser auf als die normalen Sitzer. Und jetzt probieren wir mal den hier. Das ist ja der Vierer. Na, komm schon. Das ist der Vierer. Machen wir den Viererfeld. Da haben wir ein Viererfeld. So. Oh, der nimmt sogar 5 auf. So. Oh, super. Also das funktioniert definitiv sehr gut. Nehmen wir mal 3 auf. Machen wir nochmal 3. Oh, die sind echt gut. Also, ich kann euch sagen, die haben genau die richtige Breite, ohne die anderen Steine wegzuschieben. Und die nehmen die Steine echt gut auf. Also, da bin ich richtig überrascht. Begeistert. Ich werde direkt gleich mal ein bisschen weiter painten. Also, die Diamond Art Club Setzer kann ich echt empfehlen. Wahnsinn. Ich werde jetzt noch ein bisschen painten. Und dann werde ich in einem Paint With Me nochmal genauer darauf eingehen, wie ich die finde, weil dann kann ich den ausführlichen Test, ne, zeigen und sagen und überhaupt. Vielen lieben Dank, Sina, dass du mir die organisiert hast. Ich freue mich sehr. Wenn ich noch mehr brauche, sage ich dir sofort Bescheid. Ja, war super. Vielen lieben Dank. So, und wenn ihr diese haben möchtet, guckt mal auf Diamond Art Club auf die Webseite. Die haben da auch, ich glaube, von 1 bis 10. Glaube ich, haben die Setzer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber der Vierer, der ist echt zu empfehlen. Der ist richtig gut. Ja, nicht zu groß, nicht zu klein. Wahnsinn. Den Singleplacer, den werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Mal holen. Definitiv. Den Vierer kann ich ja immer wechseln und den Singleplacer, den kann ich dann in meine anderen Stifte reinpacken, sodass ich in jeden Stift einen drin habe. Ja, so. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Nachmittag. Ich wollte euch das nur unbedingt zeigen, weil das ist für mich was Besonderes, ja, hat viel Geld gekostet. Für mich ist es viel Geld. Aber es lohnt sich. Richtig gute Qualität, super. Ja, also wer die noch nicht probiert hat und überlegt, holt euch die. Testet die. Unbedingt. Dicke Empfehlung von mir. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss.